Ja, Deutschland kann ein wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben, wenn Deutschland ein innovatives, wettbewerbsfähiges Exportland bleibt. Die Technologien, die unser Unternehmen einsetzt, um die Klimaneutralität zu erreichen, sind im Grunde drei unterschiedliche. Erste Technologie ist die Direktreduktion im Stahlprozess, um Eisenerz zu reduzieren. Der zweite Prozess ist die Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Und der dritte Prozess ist die Herstellung von sehr großen Gleitlagern, die für die Windenergie in Windmühlen eingesetzt werden.